Toll. Aber es sind sogar noch freie Matratzen, weil sie überall unter freiem Himmel sind hier Matratzen. Ja? Das ist ja schon ganz schön krass. Das sind also quasi die Obdachlosen hier, wa? Schade. Da können wir auch ein schönes Häuschen bauen, hör mal. Ein schönes, großes Häuschen, wie bei uns in der Sanctuary. Da können wir immer Leute aufnehmen. Ich habe übrigens auch einen Mod, der, glaube ich, dafür sorgt, dass wir mehr Siedler kriegen. Ich glaube schon. Also das sagt er auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert hat. Hier wird nicht rumgegammelt. Science Center. Okay. Wollen wir nochmal kurz einen Abstecher machen? Komm, gucken wir mal rein. Ich weiß nicht, was das ist. Waren wir, glaube ich, noch nie drin. Da können wir einfach mal vorbeigucken gerade. Professor, ich habe eine neue Theorie, wie das Institut die Synths herstellt. Oh nein. Wir haben dieses Gesprächsthema nach dem letzten Mal doch zum Tabu erklärt. Weißt du nicht mehr? Das Geschrei. Ich, wie ich 3 Nächte auf dem kalten Boden im Labor geschlafen habe? Das war deine Entscheidung. Und mal ganz im Ernst. Synths, die aus dem Boden wachsen und aus neu zusammengesetzten pflanzlichen Zellkernen bestehen? Ich meine, wie sollten sie? Aha, du willst also doch drüber reden. Oh, sieh mal, wir haben einen Besucher. Dr. Duff, könntest du sie beschäftigen, während ich vor diesem Gespräch flüchte? Hallo, bist du wegen des heutigen kostenlosen Biologieunterrichts hier? Biologieunterricht? Ganz genau. Meistens sind die Kinder aus der Schule als erstes hier. Aber ich wüsste nicht, wieso ich den Unterricht nicht auch mit dir beginnen könnte. Wir alle sprechen von Strahlung, als gäbe es nur eine Art Strahlung. Aber es ist eigentlich ein Begriff, der für verschiedene Arten von ionisierender Strahlung verwendet wird. Es gibt Röntgenstrahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung. Aber um welche Strahlung müssen wir uns die meisten Sorgen machen? Welche Strahlung wird mit den alten Bomben von vor 200 Jahren in Verbindung gebracht? Natürlich meine charmantische Ausstrahlung. Gamma-Strahlung ist, Gamma-Strahlung? Ich glaube, Gamma-Strahlung, oder? Ich weiß nicht. Aber Beta-Strahlung ist ein Punkt dahinter und bei Gamma-Strahlung ein Fragezeichen. Sarkastisch? Gedanken verloren. Wen interessiert die Scheiß-Strahlung? Was? Nein, das ist ja böse. Beta-Strahlung? Ich nehme mal Beta-Strahlung, aber nur weil da ein Punkt dahinter ist. Ich glaube aber Gamma-Strahlung ist richtig, oder? Ach, ich nehme mal Gamma-Strahlung? Ganz genau. Gamma-Strahlung ist gefährlich. Sehr gefährlich. Wenn dein Körper zu viel davon abbekommt, leidest du an Erschöpfungserscheinungen und Anämie. Du kannst sogar davon sterben. Aber einige Lebensformen leben seit 2 Jahrhunderten mit der Gammastrahlung und haben sich daran angepasst. Cool, oder? Mhm. Was für Sachen, das wissen wir eigentlich. Ne? Wir kennen die ganzen Viecher, die draußen rumrennen. Ich möchte nur mal eine Brahmin zum Beispiel erwähnen. Du bist echt ein totaler Nerd. Nein, das ist schrecklich. Ja, sehr interessant. Keine Angst, du kannst mir ruhig sagen, was los ist. Ja, sehr interessant. Darum geht es bei Wissenschaft. Nichts bleibt unverändert. Alles reagiert irgendwie. Jetzt ist es an der Zeit für den praktischen Teil des Unterrichts in Form einer Exkursion. Bist du bereit? Exkursion? Ganz genau. Du marschierst los, erledigst was für die Wissenschaft und kommst dann zurück. Meistens bekommt der beste Hilfswissenschaftler einen Preis. Der ginge dann automatisch an dich. Also, was sagst du? Naja, gerne. Nein, absolut nicht. Ich weiß nicht so recht. Nee, ich nehme... Ich bin dabei. Du sollst da draußen eine Blähfliegendrüse beschaffen. Weißt du, die riesige Blähfliege von heute hat sich aus einer viel kleineren Fliegenart entwickelt. Durch die Anpassung an die Radioaktivität hat die Fliege eine Drüse gebildet, dank der sie trotz ihrer Größe schnell und geschickt manövrieren kann. Also, was sagst du? Bist du bereit, dir eine zu schnappen und zu sezieren? Achso, die tragen wir dann nicht so mit dabei wahrscheinlich, oder? Was sollte ich nochmal tun? Wenn ich einen Job übernehme, werde ich auch bezahlt. Was? Nein. Vergiss es. Ich habe keine Fliegen. Eine Blähfliegendrüse beschaffen. Verstanden. Eine Blähfliegendrüse beschaffen. Verstanden. Denk dran. Ich brauche eine intakte Drüse. Oh, und kau da nicht drauf rum. Einer meiner Schüler ist davon richtig krank geworden, weil er diesen Fehler gemacht hat. Ah, ich wollte jetzt drauf rumkauen eigentlich. Warte mal, ich rede mal gleich. Hey, Dr. Duff. Eine Blähfliege zu sezieren macht echt Spaß. Pass nur auf den tödlichen Stachel auf, dann bist du eben nur ein kleiner Wissenschaftler. Ah, okay, also wir haben so jetzt noch keine dabei, okay. Schade. Undamaged Camera.
cool hier. So. So, und du? Professor Scarra. Dr. Duff kümmert sich um die Besucher. Wende dich an sie. Okay. Entgegen meiner Empfehlung gestattet die Stadt jedem, unsere Ausrüstung zu benutzen. Also, bedien dich. Ich brauche das hier. Ich darf ja gar nichts nehmen. Ich darf ja gar nichts nehmen. Aber ich brauche ja auch gar nichts, ne? Vor allem, wenn du das nicht willst, dann nehme ich das auch nicht, ne? Hör mal. Ach so, wahrscheinlich die Laborstation. Ja, gut. Ach so, ja, okay. Klar, ja. Okay, gut. Hm? Ach so. Dachte schon. Was ist das für eine Riesenuhr da oben? Guck mal. Boah. So, wir gehen mal wieder raus. Oh, Gott sei Dank. Da habe ich immer so ein bisschen Panik, wenn der Bildschirm kommt. Sehr, sehr, sehr viel Panik habe ich da, nicht? Aber jetzt sind wir schon über 2 Stunden in der Aufnahme. Ich glaube, das geht. Das ist in Ordnung. Also da kann man nichts sagen. Hast du schon mal in Good Neighbor? Ist echt ein Drecksloch. Überall Ghule und Kennsüchtige. Ja, also wenn es jetzt jede halbe Stunde abschmieren würde oder so, das wäre natürlich scheiße. Aber so ist das auf jeden Fall in Ordnung. Also wenn das hier alle paar Stunden mal passiert oder so, dann bin ich damit auch einverstanden. Dann muss ich da nicht... Bier und meine Hausschuhe. Mehr will ich nach dem Dienst gar nicht. Pass auf, wo du hingehst. Ich hab dich im Auge. Okay. So, genau, dann ist das mir nicht so wichtig. Ah, nee, warte, das ist doch... Nee, oder? Nee, hä, wo gehe ich denn gerade hin? Hä, wie komme ich... Hä? Lol. Warum ist... Du bist doch auf legale Art und Weise freigelassen. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Du bist also Bobbys neues Spielzeug. Du hättest wahrscheinlich auch einfach sagen können, du willst raus. Was? Ja, das angesagteste Geschenk des Jahres. Hol dir eins, bevor sie weg sind. Bobby hat mich gebeten, dich rauszuholen. Ja, das angesagteste Geschenk des Jahres. Hol dir eins, bevor sie weg sind. Du wärst ein Hammergeschenk. Gott. Die Frau ist sowas von ungeduldig. Ich habe hier ja keine lebenslange Strafe abgesessen. Was? Sie konnte nicht mal einen Tag warten? Wie sieht der Job aus? Es war tatsächlich nur eine Strafe von einem Tag. Wow, ich hatte sogar recht. Hey. ja, alles klar. Das heißt, er war jetzt nicht mal einen ganzen Tag im Knast. Ich meine, gut, das Verbrechen war jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde das ehrlich gesagt auch ziemlich cool, was er vorhatte. Kostenlose Getränke, ja, also das finde ich schon auch geil, ne, muss ich schon sagen. Vor allem nur für eine Person dann, für eine spezielle Person. Hey, wo hast denn du die ganzen Getränke her? Oh, hast du schon mal mit Bobby gearbeitet? Bobby kann dir die Einzelheiten erklären. Die Einzelheiten sind jetzt noch unwichtig. Wenn du die Kronen korken willst, nimmst du an. Hättest du Lust in den Tresor mit deinem Serien zu bringen? Hättest du Lust, in den Tresorraum von Diamond City einzubrechen? Verdammt. Das ist ein großes Ding. Da wäre ich bis an mein Lebensende mit Kronkorken versorgt. Bobby ist zwielichtig. Aber letztendlich bezahlt sie immer. Dann packe ich wohl mal zusammen und gehe zu ihr. Okay. Trifft die Gang bei der Grabung. Ah, okay, das ist wieder ein Good Neighbor jetzt, oder was? Oder? Trifft die Gangbar... Ja, aber wo? Also, das sieht man ja so nicht, ne? Oder kann ich das doch so sehen? Warte. Ach so, das ist so markiert. Ja, tatsächlich, das ist... weiß nicht, warum das jetzt wieder da hinten ist. Und warum die jetzt zwischenzeitlich... Ja, gut, ich meine, weil er gesessen hatte, ja klar. Gut.
Ey, guck mal, das ist ja cool. Das dreht sich ja. Das ist ja mega. Was steht aber ob mega? Ich weiß es nicht. Oder was ist das? Hm. So. Was? Geigerzähler? Ach so, Sturm gerade. Ich könnte natürlich auch mal einen Redaway nehmen. Aber, ja. Weiß nicht. Ist es schon Zeit? Wie viel haben wir eigentlich? Könnte ich auch mal gucken. Wir haben Hilfsmittel. So, da muss man natürlich auch mal ein bisschen suchen, bis man das findet, ne? Mit 66 Redaways. Da fängt das Leben an. Mit 66 Redaways. Da hat man Spaß daran. Mit 66 Redaways. So. Ja, das mache ich natürlich während einem Redsturm. So, weil ich esse mal was. So, vielleicht esse ich noch was. Da ist unser Leben mal wieder voll. Und zwar komplett. Nice. Also, fast komplett, weil jetzt haben wir so ein bisschen Red. So ein ganz kleines bisschen Red. Ah, dann wird's mehr. Ja, naja. Boah, das sieht ja ultra geil aus, ne? Boah. Das schreibe ich mir auch mal auf. Halt. Dann ist jetzt bei... Boah, Kuli schreibt nicht. Hilfe! Warum schreibt der nicht? Ich brauche mal einen guten Kuli. So. So. Alles klar. So, Entschuldigung. Muss aber sein. Ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Guck mal, mit den Vögeln auch da, ne? Nicht? Hör mal, da sind Vögel. Gut, 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 gut. Wollen wir da direkt hingehen? Das könnten wir eigentlich machen, ne? Ja, jetzt gehen wir gerade raus. Naja, gut. Ich würde sagen, das machen wir direkt, ne? So, aber ich... Also, es tut mir sehr leid, aber das durch Boston laufen werde ich mir jetzt doch mal wieder ersparen, weil... Ja, ich weiß nicht. Wer will denn das auch sehen, ne? Also, durch Boston laufen, durch, und durch die Pampa laufen, das ist was anderes, weil das kann auch Spaß machen, da kann man auch einiges Neues sehen, aber durch Boston ist immer so ein ewiges Hin und Her und das, wir kennen es ja mittlerweile auch, ne, man kennt's. Also von daher, da ist kein Ansporn mehr für mich, scheiße, für mich da irgendwie, hallo, da irgendwie was zu entdecken. So, naja, komm. Man hört es auch schon schießen, was natürlich nicht so schlimm ist. Also die Konflikte, gut, okay. Ist aber immer blöd, weil die immer so auf dichtem Gebiet sind, die Raider und die Supermutanten. Und dann kommst du da nicht weiter, weil der Weg da nicht weitergeht und bla. Ah, das ist also nicht so schön. So, wo, da. Good neighbor. So. Was ist das denn? Mit einem Stimpack... Achso, kannst du auch gefangene menschliche oder tierische Begleiter im Kampf wiederbeleben. Für Roboter greift man zum Reparatursatz. Ach, oh, ach so, und da ist ein Reparatursatz. Ah, verstehe, alles klar. Da sind zwei Batterien dran. So. Oh, sieht immer so cool aus mit so einem Sturm. Das habe ich damals schon immer gemocht, diese Red-Stürme. Finde ich irgendwie ganz schön. So, warte, da hinten. Genau. Ich speichere immer zwischendurch, ne, weil ich Angst habe. So, aber bis Wohnung, dann sind wir auch, haben wir auch das Red nicht mehr, den Red-Einfluss. Der ist zwar nicht so schlimm, aber naja. Und vor allem ist der Sturm schön, aber trotzdem. Wir wollen ja da jetzt mal so ein bisschen... wir sind ja richtig hier, ne? Der müsste ja jetzt hier sein. Jo! Ach so, braucht noch den nächsten Ladebildschirm. Warum hat man das eigentlich getrennt? Ach, wahrscheinlich wegen den Enemies, also den Meyer-Lurks, die da hinten drin sind. Deswegen hat man dann wahrscheinlich die Bereiche noch unterteilt. So. Na, was ist denn da los? Na, was ist denn da los?